Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 8. Mein Name ist Klim. Vielen Dank, dass ihr an dieser Stelle wieder zugeschaut habt. An der Stelle erstmal direkt Werbung kurz für Kanalmitgliedschaft. Leute, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das gerne mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Das habe ich die letzten Male schon erzählt, deswegen sei es damit auch schon getan. Es würde mich wirklich übelst supporten und übelst freuen, wenn ihr das in Erwägung zieht. So, wir sind hier wieder in unserer Base und haben... Gerade habe ich das ganze Eisen leer gemacht. Wir haben also jetzt einige Eisenblöcke hier am Start, mit denen wir vielleicht auch ein bisschen was bauen können. I don't know. Aber wir haben jetzt erstmal mehr als genug Eisen. Wir haben ebenfalls einige Rosen am Start, die wir gerade schon weiterverarbeiten zu Bone Meal, weil ich nicht wusste, was ich sonst damit machen soll. Ein paar Rosen habe ich mir auch aufgespart. Die sind jetzt noch hier oben drin. Dann haben wir die Zuckerrohrfarm ein wenig leer gemacht. Leider... Nicht komplett, weil ich auch da nicht weiß, wohin damit. Wir müssen mal unser Bulkstolz-Lager bauen. Also das ist ja alles komplett voll. Und das hier füllt sich gerade auch schon wieder ordentlich. Das haben wir alles weggeholt, haben mit den Villagern getradet. Und maybe könnten wir jetzt direkt nochmal traden, wenn es jetzt sowieso dunkel wird. Vielleicht ein ganz guter Punkt. Genau. Und heute wollen wir wieder was machen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Es steht sowieso schon im Titel. Von daher wisst ihr schon, was wir heute machen werden. Wir... werden heute mal diese Kisten hier unten brauchen. Diese hier, genau. Wir nehmen alle von diesen Kisten mit. Ich gucke nochmal genau durch, was da alles drin ist, ob wir vielleicht nochmal irgendwas gebrauchen könnten und so. Und wenn wir soweit ready to go sind, dann glaube ich, färbe ich die ganzen Schulkerboxen noch irgendwie in weiß oder so. Oder, keine Ahnung, vielleicht in ganz hellblau oder so. Wir haben ja schon eine Kiste, die so gefärbt ist. Vielleicht mache ich die wirklich ganz hellblau. Denn das sind unsere Pogwarts-Kisten und wir haben in Pogwarts ja auch hier weiß, weiß und hell, das ist nicht Pogwarts, wir haben Pogwarts hier hinten ja auch weiß und so Prismarin hellblau. Da könnte ich die eigentlich alle hellblau färben, damit ich direkt weiß, das sind meine Pogwarts-Kisten. Genau, das können wir eigentlich tun. Haben hier viele am Start, haben hier auch viel Zeug und wir werden dann heute an Pogwarts arbeiten. Was wir genau da machen, werde ich euch gleich zeigen und Glas wäre nicht schlecht. Haben wir überhaupt Glas hier drinne? Nein, Glas wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich werde noch ein paar Sachen zusammensuchen, die wir vielleicht gebrauchen können. Sowas wie Glas hier zum Beispiel. Hier dieses White-Stained-Glas. Wir haben Grey-Stained-Glas. Wir haben Black-Stained-Glas. Das nehmen wir uns mal alles mit. Ich glaube, so viel brauchen wir dann auch gar nicht. Ich möchte nämlich ein kleines Schaufenster machen. Ja, damit wisst ihr ja quasi schon, was wir tun werden. Vielleicht könnte ich mich auch mal langsam mit diesen Armor-Stands beschäftigen. Aber das gucken wir dann, ob wir das überhaupt machen oder nicht. Ich trade jetzt, glaube ich, nochmal mit meinen Villagern. Dann färben wir die ganzen Dinger blau und dann sehen wir uns in Pogwarts wieder. Und da sind wir schon in Pogwarts und hier hat sich so ultra viel getan. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich war echt lange nicht mehr in Pogwarts, habe hier wirklich viel verpasst und auch lange nicht mehr gemacht. Deswegen machen wir heute mal wieder was. Vielleicht ziehen wir jetzt auch die nächsten Tage ein bisschen mehr Pogwarts durch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Ich meine, Pogwarts neigt sich auch so langsam... Ja, langsam geht's Richtung Ende. Wir gucken uns erst mal um, bevor ich hier baue. Das hier wird auf jeden Fall meine Baustelle. Ich habe hier einige Kisten gemacht. Die werde ich jetzt hier noch hinstellen. Einfach, damit ich weiß, dass hier mein Pogwarts-Bauding ist. Vielleicht stelle ich die einfach hier kurz auf den Markt auf. Das wird dann mein kleines Kistenrefugium. So. Und dann habe ich hier noch einen Stonecutter am Start, weil der ist bei Pogwarts immer super wichtig. Natürlich, dann haben wir hier alle Kisten. Wir brauchen noch... Einige Bricks fällt mir gerade auf, weil ich den unteren Bereich von diesem Store ebenfalls mit Bricks machen wollte, wie Sparky das hier gemacht hat. Ich möchte aber keine überhängende Dingens machen. So eine, wie heißt denn so eine, ist das so eine Art Markise? Nicht wirklich, ne? So ein Vordach halt. Mache ich hier nicht. Hier das Gebäude werden wir uns heute annehmen. Und zwar Apotheke und Wahrsager. Und hier versuche ich auch schon direkt das Interior mitzubauen. Ich weiß nicht, inwieweit wir das schaffen. Wir haben jetzt 2,5 Stündchen ungefähr Zeit dafür. Mal gucken, was wir da so alles schaffen in der Zeit. Ich bin hyped ein bisschen, muss ich sagen, weil ich habe Bock, hier so ein Gebäude hinzuzimmern. Ich glaube, das wird ganz cool. Gerne auch mit Balkon. Ich finde hier diese Gebäude mit Balkon, finde ich immer sehr, sehr nice. Ja, und hier neben haben wir noch zwei Gebäude. Die werde ich auch noch bauen, aber nicht heute. Und ja, das wird so ein bisschen das sein, womit wir uns beschäftigen. Mit dieser kleinen Ecke hier hinten. Da haben wir noch sehr, sehr viel Detailwork zu machen. Und wie gesagt, vielleicht schaue ich hier mal in diese Armor-Stands rein. Und die möchte ich mir mit euch heute auch noch ein bisschen angucken. Also hier haben wir schon zwei Kollegen, die stehen. Hier, ich glaube, den kannten wir schon. Den Schmied kannten wir auch schon. Aber es gibt ein paar neue Ecken hier in Pogwarts, die wir noch nicht gesehen haben. Die schon, ich sag mal, fertig sind. Zumindest
gut weitergekommen sind. Hier war ja unser kleines Haus, unser eigenes kleines Haus. Und das ist quasi mein Haus, in dem ich lebe, Klüms Flusshütte. Das ist quasi mein privates Haus. Da haben mir letztes Mal viele von euch geschrieben, früher konnten Leute gar nicht lesen. Aber es ist ja mein Haus und ich kann lesen. Hier haben wir auch schon einen Hütchenspieler. Heavy cool, einfach so mit Köpfen, mit Hütchenköpfen. Und hier jemand, der jongliert und ihm wird eine Münze geklaut. Und die Kinder auch. Oder er schmeißt Münzen hier rein und ihm wird eine Münze... Ich weiß nicht ganz, was da abgeht. Auf jeden Fall melde ich das der Polizei, dass da eine Münze geklaut wird. Das geht ja gar nicht klar. Und hier unten drunter ist auch super, super, super viel. Das gucken wir uns gleich an. Aber da sind auch super viele Monster. Die Monster! Okay, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Denn gerade hier in dem Bereich hat sich in Hogwarts extrem viel getan. Und ich möchte auch meinen Teil zu diesem Projekt leisten. Ich möchte auch meinen Teil zu diesem Projekt reinpacken. Also wir haben diese Hauptstraße hier gemacht zusammen. Wir haben die Stallungen hier zusammen gemacht. Hier dieses große Gebäude direkt am Anfang haben wir gemacht. Wir haben das kleine da drüben gemacht. Diesen Fluss haben wir gemacht. Auf der Häuserseite haben wir noch gar nichts gemacht. Die meisten Gebäude hat, glaube ich, Spark gebaut. Einfach nur vom Gebäudemäßigen her. Die Mauer, Castcrafter, Revi. Und ich weiß nicht, wer alles beteiligt war. Die Kirche war, glaube ich, auch Revi, der die hier gebaut hat. Das ist die Hogwarts Kathedrale oder Kirche, ich weiß nicht, auf jeden Fall mit ein paar Dia-Blöcken, vielleicht können wir die noch snacken. Wieso ist hier ein Erdblock? Aber ja, das ist auf jeden Fall nice. Auch guck mal, hier sind sogar so kleine Sofa-Teils und hier schwebt was. Wahrscheinlich sollte da noch eine Bank sein. So kissenmäßig. Hier ist noch das okay. Das Gamer-Girl-Wasser. So, hier haben wir an der Stelle auch noch einen Friedhof. Wer liegt denn hier? Romatra. Okay. Wir haben hier Reefed. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles lesen will. Repass, okay. Chef Strobel, vermisst niemand. War ganz schön stickig hier unten. Weiß nicht, wer lag denn hier? Also der ist auf jeden Fall wiedergekommen. Upsi-dupsi. Und wer ist hier? Trimax, Dezember war vorbei. Das finde ich eigentlich noch witzig. Patrick, hoffe, er kommt nie wieder. Uff. Okay, meine innere Uhr sagt mir, da lag Basti, okay. Meine innere Uhr vor allen Dingen. Ja, und hier haben wir schon von Cintiqa ein fettes Paket an Essen für die Leute, die an Hogwarts arbeiten. Finde ich sehr, sehr lieb. Und da haben wir die Nether-Festung, denn wir bauen hier eine riesige Nether-Festung hin. Kleiner Joke. Hier soll natürlich ein riesiges Schloss hinkommen. Ich denke mal, da werde ich mich vielleicht ein bisschen dran beteiligen, aber auch nicht zu sehr. Ich denke mal, ich werde ein paar Innenräume davon machen, weil ich da Bock drauf habe. Aber so vom Außen, von der Außenfassade hat Kroko die schon komplett geplant. Und ich möchte mich da jetzt nicht aufzwingen oder sowas in der Richtung. Ich habe da hinten sowieso noch genug zu tun. Und eigentlich wollten Sinus und ich ja noch eine gehobene... Nee, wir wollten ja auch noch da hinten, hier auf dem Berg, auch noch unser kleines Gasthaus hier noch eröffnen. Genau, das wollten wir auch noch machen. Deswegen denke ich mal, beim Schloss werde ich dann eher weniger beteiligt sein. Ich gebe euch immer Updates, wenn was passiert ist oder so. Das können wir dann immer machen, wenn wir eine Hogwarts-Folge machen. Aber hier soll ein riesiges, riesiges, riesiges Schloss entstehen. Wenn ihr euch ansehen wollt, was für ein Schloss, dann guckt gerne mal bei Kroko rein. Ich glaube, in seinem neuesten Video hat er hier schon gezeigt, was er hier vorhat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird, glaube ich, ziemlich cool und es wird nicht so eckig werden. Das hier, die Kaserne, haben auch einige Leute gebaut. Ich weiß auf jeden Fall, dass Castcraft daran beteiligt war. Wir haben hier ein paar Leute, wir haben hier ein paar Speere am Start. Also mit diesen Custom-Rüstungsständern wird viel gemacht. Da möchte ich mir auch nochmal mit beschäftigen. Hier Pfeile und so, wirklich Trainingspuppen. Einfach super, super cool, was hiermit alles gemacht wird. Generell hier in diesem gesamten Raum, so Hammer. Okay, das ist jetzt nicht mit diesen Custom-Dingern gemacht. Das gibt's ja, das ist einfach ganz normal Minecraft. Aber hier unten haben wir auch so ein Gefängnis, wo Leuten, die kalt ist, die kriegen dann... Dem wird es ein bisschen wärmer gemacht. Die haben ihr eigenen Schränk. Das ist ein Kapselhotel. Man kennt es. Und so weiter und so fort. Und dann haben wir weiter oben. Haben wir auch noch ein bisschen. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass Cast das hier oben komplett eingerichtet hat. Wir haben einmal hier Petrit. Oder nee, das ist nicht Petrit. Das ist Kroko. Ist ja von der Seite so ein bisschen aus. Der hier bei Hogwarts schon so ein bisschen eine Schlacht plant. Mit Zintenfässchen und so. Also wirklich Liebe zum Detail. Rüstungen, die hier liegen, Schwerter, die dann hier... Ja, das ist einfach ein unsichtbarer Itemframe. Aber wir haben hier Cast, der den Boxsack umarmt. Oh, ich hab ihn so lieb. Ah ja. Wir haben mich und ich mach... Schwimmzüge. Und wir haben Trimax, der hier liftet. Vom Spiegel. Super cool. Ich bin Vampir. Man sieht mich nicht.
Das ist ein seltsamer Spiegel. Er reflektiert eine Wand, die gar nicht da ist. Ja, und ja, bei Petrit, der das Gewicht nicht gestemmt bekommt. Ja, also wirklich, ihr seht, es hat sich viel getan. Viel Details, die sich hier getan haben. Ganz wild, was hier auf jeden Fall passiert. Genauso wie beim Merch, Kappa, Hashtag Werbung. Aber jetzt geht's für uns daran, unseren Beitrag hier bei Pogwarts auch mal ein bisschen zu leisten. Deswegen begebe ich mich mal ans Zeichenbrett, also beziehungsweise ich baue mal so ein bisschen vor, was wir hier so machen können, vielleicht auch mit einem Netherrack. Ich liebe Netherrack eigentlich als Vorbaublock, weil der so hässlich ist, dass man den nicht aus Versehen stehen lässt. Und dann plane ich mal so ein bisschen das Haus vor und dann erkläre ich euch, was ich vorhabe und dann können wir uns ans Bauen machen. Yo, wir sind fertig. Das Haus ist komplett fertig, die Folge ist zu Ende. Kleiner Scherz. Wir haben hier aber ein bisschen was gemacht und ich möchte euch das gerne ganz kurz erklären. Hier kommt noch ein Dach hin. Das Dach wird ein weiter vorne sein als Sparkys Dach, damit das nicht irgendwie gleich aussieht oder sowas. Und wahrscheinlich auch ein Block höher. Vielleicht auch ein Block niedriger. Ich weiß es gerade gar nicht. Das muss ich mal schauen. Ich versuche mal ein bisschen niedriger zu machen. Aber hier drinne haben wir jetzt einen Plan, einen guten Plan. So, hier die Außenteile kommen wahrscheinlich noch weg und hier auch. Und das ist dann die Front vom Gebäude. Dann kann man hier so ins Haus reinlaufen und hier hat man so ein kleines Schaufenster. Das wird hier eine Apotheke, das heißt, hier werden irgendwelche Kräuter hängen, irgendwelche Blumen, die ich dann irgendwie zu Kräutern umfunktioniere. Vielleicht kann ich das auch mit diesen Armor-Stands machen, wir gucken mal. Und man kommt dann hier rein und dann hat man hier so eine Theke, so eine Bedientheke. Gut, doch, ich bin der Gast Lümmelmann, ich hätte gerne ein Rezept, ich habe bestellt 1 Kilogramm Kaffee. Da sind Sie aber falsch, das ist eine Apotheke, ich hätte gerne Ibuprofen. Wir befinden uns in der Mittelalterstadt, wir hatten kein Ibuprofen. Okay, dann hätte ich gerne einen Adalas. So, das machen, glaube ich, nur die Doktoren. Was, gab es eine Apotheke? So Kräuter, ne? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen kleinen Gang, der in das Hinterzimmer führt. Das Hinterzimmer ist wirklich nicht groß. Also wir haben hier einmal einen Gang, der nach außen führt, zur Theke. Und dann hier so einen kleinen Lagerbereich. Also wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Lagerbereich für die Sachen, die hier vorne in der Apotheke sind. Und ansonsten haben wir hier eine Treppe. Das ist natürlich alles schon fertig. Wir bauen das auf keinen Fall schöner. Und ja, hier haben wir halt einen etwas größeren Wohnbereich von der Person, die halt die Apotheke betreibt. Die muss ja auch irgendwo wohnen. Und die wohnt halt hier oben. Hat hier vielleicht noch so einen kleinen Balkon, wo sie in die Stadt mit reinschaut. Auf jeden Fall ein besserer Spot als der links daneben, weil der hat direkt Sparks Dinger davor, was schön ist. Aber als Markt ist natürlich viel begehrter, da so einen Ausblick zu haben. Und hier hinten könnte man auch noch einen Ausblick machen auf Kungas Reich. Mal schauen. I don't know. Aber das ist so der Plan, den ich mir hier ausgearbeitet habe. Für diesen Plan jedoch brauchen wir noch ein paar Bricks. Und mit Bricks meine ich nicht Nether Bricks. Ich meine auch nicht Rohbricks, Nano Bricks. Ich meine Bricks. Minecraft Bricks. Und wir haben noch ein bisschen Clay. Aber also mit 12 Clay kommen wir nicht weit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in der Gegend rumfliegen und versuchen, einige Bricks zu finden. Ich glaube, unsere Schaufel Silk Touch, das ist erstmal kein Problem. Wir müssen die Bricks halt nur zweimal abbauen. Also den Clay. Weil wenn wir das jetzt erstmal einmal abbauen, dann, also mit Silk Touch, dann bekommen wir was anderes. Ich könnte erst nach Hause fliegen und mir eine neue Schaufel holen, aber das ist mir jetzt zu aufwendig. Dann fliege ich lieber am Ende nochmal nach Hause, um das, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt fliege ich erstmal ein bisschen durch die Gegend. Wir suchen ein paar Clay. So, irgendwo hier. Hier ist fast kein Wasser, ne? Ich fahre da hinten auch noch gar nicht. Ich fliege mal ein bisschen durch die Gegend und suche mal ein bisschen was. So, jetzt haben wir theoretisch alles, was wir brauchen, um hier loszulegen. Wir haben unsere ganzen Materialien am Start. Wir haben einige Bricks schon hier im Inventar. Wir haben hier weitere Bricks, die hergestellt werden. Und wir brauchen auch noch ein bisschen Granite. Wir haben 2. Mehr Granite. Aha, Granite. Da haben wir doch Granite. Sehr gut. Ich fürchte, wir brauchen noch mehr Granit. Aber ansonsten haben wir jetzt theoretisch alles, was wir brauchen, um hiermit chillig anzufangen. Und ich glaube, das Erste, was ich mache, ist diese Mauer hier an der Seite. Und ich glaube, dieses ganze Ding von außen machen wir mal in einer ganz entspannten Third-Person-Timelapse. Meine Damen und Herren, also viel, viel Spaß mit dieser Third-Person-Timelapse, wie ich dieses Haus in Pogwarts baue.
Nice. Leute, ich hoffe, euch hat diese Timelapse gefallen. Hat Spaß gemacht, das Ganze zu bauen. Hat vor allen Dingen auch echt lange gedauert. Also, dieses ganze Gebäude, die wir jetzt hier, hat wirklich lange gedauert. Dafür habe ich innen schon ein bisschen was gemacht. Also, wir saßen jetzt locker 2 Stunden hier dran oder so. Also, es geht eigentlich von der Zeit her. Aber wir saßen jetzt locker 2 Stunden hier dran. Aber wir haben hier innen auch schon einiges fertig, eine coole Ideen gemacht. Ich zeige es euch aber erstmal von außen, denn ich persönlich finde, dass mir das Ganze sehr gut gelungen ist. Also es fügt sich hier super ein in diese gesamte Kulisse, finde ich. Das ist mal eine Abwechslung. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, das ebenfalls also mit Spruce Wood oben zu machen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil hier links neben schon so ein komplettes Spruce Wood Gebäude ist. Und dann nochmal wäre, glaube ich, Spruce Overload gewesen. Deswegen habe ich mich dafür Bricks entschieden. Aufgelockert durch ein paar Spruce-Elemente, wie zum Beispiel hier diesen schönen Blumenkasten, wie das Dach von unten Spruce so durchscheinen zu lassen oder auch wie hier die Zäune, die Tore auf diesem kleinen Balkon. Genau, das ist es soweit. Hier ragen die Dächer so ein bisschen ineinander über. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das passt schon. Auch hier sieht das Dach komisch aus von der Seite, gebe ich auf jeden Fall zu, aber das ist überhaupt nichts Schlimmes, denn meine Damen und Herren, hier kommt ja noch ein anderes Gebäude hin. Hier kommt noch ein anderes Gebäude hin und das wird das Dach verdecken. Bester Grund. Hier werden wir auch noch diese Mauer zu Ende ziehen und hier wird es dann runtergehen zur Wahrsagerin. Das dauert auch noch so ein bisschen, bis wir das machen. Hier kommt dann natürlich die Mauer von Porkwarts noch weiterhin. Also hier wird sowieso eine fette Mauer sein. Und das hier ist... ja, so eine kleine Hintergasse, sag ich mal. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass wir hier noch so einen Hintereingang bauen. Und wenn, dann wird er wahrscheinlich irgendwo hier so hinkommen oder hier. Ja, eher hier. Also hier könnte man noch optional so einen kleinen Hintereingang bauen, der dann hier, wahrscheinlich mit dem Grasblock, der dann hier so ein bisschen so reingeht. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie nice ist. I don't know. Keller ist echt groß von der Wahrsagerin. ja, müssen wir nochmal gucken. Viele Gedanken, die ich mir da noch mache. Das Dach eigentlich auch ziemlich cool geworden. Die meisten Dächer in Hogwarts sind ziemlich clean. Eigentlich ist jedes Dach in Hogwarts ziemlich clean. Und ich habe hier, außer, okay, das eigentlich auch, das hat eine klare Struktur. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit unserem Gebäude dort drüben ist. Ja, genau. Das war das erste Gebäude, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche mal ein bisschen uncleanes Dach zu machen. Vielleicht sieht das ja auch cool aus. Und das habe ich hier einfach fortgesetzt. Das ganze Dach ist so ein bisschen krumm und schief. Hier oben sieht es so aus, als würde es nicht passen. Aber diese Blöcke gehören tatsächlich zum Dach dahinter. Also vielleicht sollten wir uns das von einer anderen Position aus mal anschauen. Ich habe keine Raketen mehr. Ich muss aufpassen. Aber ja, ich finde grundsätzlich sieht das Dach übelst nice aus. Es sieht so ein bisschen wettergegerbt aus, ein bisschen benutzt. Und die ganze Stadt sieht ja so ein bisschen benutzt und einfach der Zeit ausgesetzt aus, ja. Und das tut das Dach jetzt auch. Also das sieht jetzt auch einfach so ein bisschen aus, als würde das Dach halt schon seit einer Ewigkeit hier stehen. Und es hat viel Regen abbekommen und viel Wind und viel Wetter. Und deswegen ist es an manchen Stellen so ein bisschen eingedellt und so weiter und so fort. Genau. Ja, von vorne, wie gesagt, sieht super cool aus, wie ich finde. Wir haben hier ein Schaufenster. Wir können hier entspannt reingehen. Wir haben hier ein paar Regale, die wir noch befüllen können durch die ganzen unsichtbaren Armor-Stands und so weiter und so fort. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch machen. Hier haben wir auch noch Regale, die können wir auch noch befüllen. Soll hier so eine Apotheke werden. Und hier können wir reingehen. Entsprechend hier vielleicht noch hinten raus. Ich glaube, ich lasse das hier hinten. Ich finde das cool. Ich habe gar keine Türe dabei. Aber ich glaube, ich finde das cool, so einen Hinterausgang noch zu haben. Oder Hintereingang, ist ja beides irgendwo. Wir können auch hier reingehen an die Theke und so, hier ist auch viel Platz. Wir haben hier Storage mit Barrels und so, hier kommen die Kunden rein. Servus, Grüezi, bitte eine Ibuprofen. Und dann können wir auch hier hochgehen. Und auch hier oben haben wir genug Platz für eine kleine Wohnstube, ja. Also vielleicht so eine kleine Mini-Küche mit eingebaut, dann so ein Bett vielleicht und so. Und ja, ein Kleiderschrank oder sowas. Und dann haben wir hier noch einen etwas größeren Balkon. Von dem aus kann man hier super auf die ganze Altstadt blicken. Oder auf halt auf Hogwarts blicken. Man sieht die Lamas. Man sieht hier die Gasse so ein bisschen. Hier wird ja auch noch ein Haus hinkommen. Aber man wird dann trotzdem noch ganz gut in die Gasse sehen. Man kann sogar den Gästen in diesem Lokal so ein bisschen zuschauen. Aber, meine Damen und Herren, ihr merkt schon, die Folge neigt sich langsam dem Ende. Ich habe viel zu lange hierfür gebraucht, das zu bauen. Und wir können vielleicht in der nächsten Folge oder in einem der nächsten Folge mal returnen
und das Ganze dann mal von innen einrichten. Aber so, finde ich jetzt erstmal, haben wir einen echt guten Job gemacht. Oh, Kuchen. Wir haben keinen Hunger. Einen echt guten Job gemacht mit diesem Haus. Ich finde es wirklich ultra nice. Ihr könnt ja eure Meinung auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.